Jo Leute, was geht? Hier ist wieder O'Classic und ich habe heute ein kleines Multiplayer-Gameplay für euch. Heute kam ja ganz neu das Map Pack Revolution raus für die Xbox, gleich mal gedownloadet und Team Deathmatch gesucht. Die Map ist jetzt Mirage, die taugt mir richtig, also Sand auf Maps, sensationell geil, taugt mir richtig, wie gesagt. Ich zock mit der PDW auf jeden Fall, heb danach noch das neue MP auf. Heißt, glaube ich, Peacekeeper, so viel ich weiß, wenn ich es jetzt richtig habe. Und ja, hier laufe ich jetzt. Ja, mit der PDW hauptsächlich, wie gesagt. Hab, glaube ich, ein paar blutrünstig gerissen. Hier jetzt erstmal durch die Mitte, dachte ich mir. Mal schauen. Das ist meine erste Runde jetzt im Multiplayer. Ne, zweite Runde ist es. Davor habe ich auf Hydro gespielt, richtig abgelost. Dafür die Map umso geiler, finde ich. Und ja, jetzt erstmal hier lang noch einen Gegner geholt, dann noch einen geholt und da hinten müsste jetzt, glaube ich, noch einer kommen, genau da. Und da hat meine Präzision, glaube ich, zum ersten Mal nicht versagt, wie sonst immer. Da schieße ich alles, was ich habe, einfach nur noch daneben. Den konnte ich jetzt leider nicht abschießen, der war mir ein bisschen zu weit weg für meine PDW. Jetzt hier wieder durch die Mitte. Da lag jetzt gerade Peacekeeper. Die neue MP, wie gesagt, die hat eine richtig geile Reichweite, finde ich, auch eine geile Feuerrate. Hier wurde ich jetzt geholt. Ja, meine Abschussserien, glaube ich, habe ich etwas zu hoch eingestellt. Das war noch von Nuketown jetzt. South Chopper, Chopper Orbital Reset und Beetle Warship spiele ich. Ja, normalerweise habe ich immer eine Drohne dabei, weil ich finde Drohne nie schlecht. Jetzt reiße ich einen Double Kill, den zweiten, glaube ich, schon. Ja, jetzt da war ein kleiner Glückskill dabei, mehr oder wenig. Da links, wenn ihr es gesehen habt, das war jetzt so ein ausgetrockneter Swimmingpool. Also da hier ist, hat man ja gesehen, da, hier war ein Sandsturm. Und ja, in der Wüste Sandsturm ist wahrscheinlich klar. Hier bin ich jetzt in dem Pool drin, lad kurz nach. Der ist ausgetrocknet, schätze ich mal. Der hat mich jetzt wieder geholt, der Gegner. Also, weiter geht's. Jetzt erstmal eine Semtex werfen. So, da ist wieder der Pool, an dem ich immer wieder gern vorbeilaufe. Ich weiß nicht warum, ich mag den irgendwie. So, jetzt mal hier außen rum. Da hinten war jetzt nämlich auch der Gegner spawnen. Da wäre ich jetzt. Der hat mich noch angehittet. Dann dachte ich mir, schau mal da hinten, da gibt es auch einen Ausgang. Ja, denkst du, gibt's keinen. So, und den. Ja, der Rollstuhlfahrer holt mich jetzt. So, als Match ist ungefähr zur Hälfte jetzt vorbei, steht 34 zu 27 für unser Team. Da lag jetzt wieder, glaube ich, die Peacekeeper. Also, es spielen fast, oder was heißt fast alle, eigentlich jeder, außer zwei bis drei Leute, die neue Waffe eben, wenn man schaut, die liegt hier überall rum. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe es auch, die ist so dermaßen geil. Ich habe sie mir in der nächsten Runde auch gleich mal reingehauen. Hat leider noch keinen Schalldämpfer dafür. Ich spiele meine Waffe immer gerne auf Schalldämpfer, wie man hier jetzt vielleicht auch bei der PDW sieht. Da lag jetzt mal eine Vektor. ja, Schalldämpfer, finde ich, bringt's einfach. Da bleibt ihr unentdeckt. Spiele natürlich auch auf Geist und so. Ja, so. Hier laufe ich jetzt. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht mir jetzt hier aus wie so die Rezeption oder so von dem Hotel. Da ist jetzt so ein großer Chinese in der Mitte. Und hinten war ja noch was mit Gitter. Ich weiß nicht, ob das irgendein Safe war oder was das jetzt sein soll. Das weiß ich jetzt nicht. Da ist der nächste blutrünstig. Ja, so. Und also wenn man hier, wie gesagt, in der Mitte ist, einfach mal bei den Seiten rausschauen, bei den Eingängen gibt's vier Eingänge mit dem Ding da unten. Jetzt wurde ich zum ersten Mal vom Camper geholt und was mir aufgefallen ist, es campen verdammt wenige. Richtig geil, einfach nur. Weil wenn man so auf den normalen Maps gespielt hat, also am Anfang, da hat es mich schon richtig angekotzt, hab gleich wieder MW3 reingehauen, nachdem Nuketown dieses Wochenende am Release vorbei war, hatte ich gleich mal keinen Bock mehr. Hier hole ich mir jetzt den Peacekeeper mit Schalldämpfer und Laser und gleich den ersten Kill damit. So,
Jetzt erstmal wieder dahinter, dann wieder die geplante Route, die ich jetzt zum zweiten oder dritten Mal laufe. Und jetzt den nächsten Gegner. Und jetzt glaube ich, hole ich nochmal einen. Ja, genau, den noch. Der hinter dem Auto schön versteckt. Und jetzt holt mich der leider aus dem Bus. So, das Match ist gleich vorbei, noch 5 Kills. Ich versuche so viele Videos noch hochzuladen von den anderen Maps. Ich muss schauen, ob ich schaffe, weil ich jetzt arbeiten muss die nächsten Tage. Donnerstag habe ich Berufsschule, am Wochenende habe ich aber frei. Da schätze ich, werde ich so 2 bis 3 Videos schon schaffen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier jetzt wieder der Peacekeeper, der mir in der Tarnung aber nicht so gut gefällt. Also ohne Tarnung, finde ich, sieht der richtig geil aus. So, und jetzt haut's rein und ciao, bis zum nächsten Mal.